nach dem dritten Spiel im Achtelfinale der Oberliga-Playoffs. Die Partie heute wieder Eva Landshut gegen die Moskitos Essen. Der Endstand vor 1919 Besuchern im Eisstadion am Gutenbergweg. 7:0 für den Eva Landshut. Bei mir sind die beiden Trainer, Frank Gentges von den Moskitos Essen und Axel Kammerer vom Eva Landshut. Ja, Herr Gentges, Ihre Einschätzung zur heutigen Partie bitte. Ja, schönen Abend. Ja, ich habe es noch im zweiten Spiel gesagt. Wir sind nur 2:0 vorn und jetzt sage ich, wir sind immer noch 2:1 vorn. Und das ist Playoff, das Ergebnis heute. Die Höhe spielt eigentlich zweitrangig bei den Spielen. Wie gesagt, heute war ganz so verdient als Sieger. Die Mittel haben wir wahrgenommen, wie Landshut heute gespielt hat. Das müssen wir aufnehmen, da müssen wir dagegenhalten. Das haben wir nicht getan heute. Playoff wird auch hart gespielt. Das hat Landshut nicht in der Form gemacht, die ersten zwei Spiele, und heute haben sie mit Erfolg gehabt. Und jetzt müssen wir schauen, damit wir unsere Mittel in die Waagschale werfen und darauf reagieren. Da haben wir 2-3 Tage Zeit, uns da Gedanken zu machen, uns vorzubereiten. Und das versuchen wir, aber es ist so eine gute Serie jetzt. 2-1, die Spiele vorher waren auch ausgeglichen, nicht so, als wenn wir da überlegen waren. Das waren schon Momente, wo das Spiel immer hätte kippen können. Heute sage ich auch dann, nach 25, 26, 7 Minuten war das Spiel vorbei und dann schaust du eigentlich nur noch auf die Uhr. Du weißt, das Ergebnis zählt nicht und dann musst du einfach den Kopf oben haben, das Bestmögliche daraus machen, rauskommen. Und dann ist ja klar, da braucht man nicht bei dem Ergebnis diskutieren. Der verdiente Sieger war Landshut. Und jetzt sehen wir uns am Freitag im Essen wieder und dann schauen wir weiter, so ist es im Eishockey. Ja, Dankeschön, alles gut. Ja, vielen Dank, Frank Gentges. Axel, ich denke, du wirst heute zufrieden sein, auch der Max mit einem Shutout, besonders gut wahrscheinlich für ihn und für die Moral von der Verteidigung, oder? Ja, guten Abend erst einmal. Natürlich bin ich zufrieden, ist ja klar, wenn du gewinnst und auch in der Höhe. Weil wir haben uns eigentlich heute vorgenommen, wir konzentrieren uns nur auf das, was wir letztendlich beeinflussen können. Also nicht zurückschauen oder auch nicht zu weit nach vorne, weil das eine ist Vergangenheit, das andere ist Zukunft. Wir haben uns nur auf den Moment konzentriert und das ist uns heute sehr gut gelungen. Wir waren wirklich sehr fokussiert. Unser Ziel war auch, dass wir schnell in Führung gehen, dass wir auch die Zuschauer mitnehmen in dieses Spiel. Wir haben auch da wesentlich körperbetonter gespielt und wir haben sowieso ein grandioses Publikum und das haben wir heute relativ schnell hinter uns gehabt und das war sehr wichtig für uns. Im ersten Drittel haben wir da einige Wackler gehabt, aber im zweiten Drittel haben wir sehr, sehr gut gespielt. Da waren wir auch stabil, nicht nur, weil wir jetzt da 4 Tore geschossen haben, aber wir haben wirklich sehr stabil gespielt. Wir waren gut im Backchecking, wir haben gute Schüsse geblockt, wir haben da sehr gute Teamleistungen gezeigt und ja gut, wir haben das Spiel gewonnen und wir freuen uns und jetzt bereiten wir uns vor auf das Spiel am Freitag am Westbahnhof. Ich meine, es ist ein sehr starker Gegner, das wissen wir und wir werden uns voll auf dieses Spiel fokussieren und konzentrieren und es ist eine interessante Serie und wir freuen uns auf das Spiel am Freitag. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Axel. Meine Frage nach dem Shutout, willst du da was dazu sagen? Oder? Ja, natürlich. Also ich freue mich für Max Engelbrecht, der hat ein sehr gutes Spiel gezeigt, unwahrscheinliche Ruhe ausgestrahlt und das hat sich auch auf die Vorderleute ausgewirkt und freue mich für ihn, er hat es total verdient. Der spielt eine gute Saison und wir brauchen natürlich auch einen starken Max Engelbrecht, um auch dann am Freitag da dort zu bestehen. So, gibt es Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann schauen wir mal in die anderen Partien. Der MNC Halle gegen die Eisbären Regensburg 4:1. Halle verkürzt damit in der Serie ebenfalls auf 1:2. Die Eisfighters Leipzig verlieren gegen den ERC Sonthofen und damit steht es 2:1 in der Serie für Sonthofen. Die Star Bulls Rosenheim gewinnen mit 5:1 gegen die Hannover Indians und damit 2:1 die Serienführung für die Star Bulls. Die anderen Spiele laufen noch. Bei Selb gegen Duisburg steht es 5:1. Die Serie steht hier insgesamt aktuell noch 1:1. Die Hannover Scorpions führen mit 4:1 gegen den EC Peiting in der Serie ebenfalls 1:1. Deggendorf führt nach 2 Dritteln mit 3:0 gegen den Herner e.V. Die Serie führt Deggendorf 2:0. Wie kann eine Serie 1:1 stehen? Wie geht das? Ist ja noch nicht aus. Ach so, es läuft noch. So. Ja. Die Silburg Trappers führen 4:1 gegen die Blue Devils Weiden nach 48 Minuten. Die Serie steht da aktuell ebenfalls bei 2:0.
Ja, ich ergänze kurz, weil da gibt es eine kleine Anekdote. Vielleicht haben sich manche gewundert, warum der Jackson Kuhn und auch der Spieler von Essen nicht zum Duschen geschickt wurden. Es ist klar, die Begründung liegt darin, dass es theoretisch eine Verlängerung geben hätte können. Und deswegen mussten beide die Strafzeit absitzen. Ja, schauen wir mal, wie es am Freitag läuft. Wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ich freue mich drauf. Ich kann leider nicht persönlich dort sein. Der Mannschaft viel Erfolg. Und ich hoffe, wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Der Herr Gentges wird anderer Meinung sein, das ist klar. Axel, du machst alles dafür. Und ich würde mich wirklich freuen. Ja, alle, die nicht mitfahren können, so wie ich, wir zeigen wieder das Ganze per Spread TV live. Und zwar für 6 Euro einen Livestream. Also, wenn es nicht im Bus dabei sein könnt oder mit dem Auto fahren wollt, dann sichert euch den Livestream, ladet ein paar Leute ein und macht eine kleine Eishockey-Party. Und dann schauen wir mal, ob wir uns am Sonntag wiedersehen. Den Gästen aus Essen auf jeden Fall eine gute und sichere Heimfahrt. Schön, dass auch ein paar Fans heute dabei waren. Die Reise ist ja wirklich sehr lang. Wir freuen uns auf die nächsten Spiele. Schönen Abend, für euch, servus.